Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht es wieder so ein bisschen um selbstständig als Fotograf, selbstständig als Influencer und zwar darum, wie man seine allerersten Aufträge als Influencer bekommt, wie man das so ein bisschen handhaben kann, damit man für sich persönlich interessante Aufträge, interessante Produkte testen kann und interessante Produkte seiner Community vorstellen kann. Das und vieles mehr in diesem Video. Ich fange direkt mal mit dem allerwichtigsten Tipp an, und zwar ergreift einfach selbst die Initiative. Verabschiedet euch schon mal von dem Gedanken, dass ihr, wenn ihr 5.000 oder 10.000 oder 20.000 Instagram-Follower habt, Unternehmen regelmäßig auf euch zukommen, nach Kooperationen fragen etc. Ich habe das auch, auf mich kommen auch ein, zweimal die Woche irgendwelche Brands zu, die sagen, ja, könntest du das und das mal testen, aber das sind teilweise Angebote, die sind bodenlos. Also da muss ich selbst noch drauf zahlen dafür, dass ich das Produkt dann testen darf. Quasi, ich kriege einen Gutschein und darf das dann testen. Über den Punkt sollte jeder, der das ambitioniert betreibt, ein bisschen hinauskommen. Und das geht am allereinfachsten, indem ihr einfach selbst schaut, welche Brand ist für mich interessant. Also mit welchen Produkten kann ich überhaupt was anfangen? Weil es macht ja jetzt keinen Sinn, dass wenn ihr als beispielsweise Landschaftsfotograf Lippenstifte testet, so... Das macht weder für die Brand Sinn, noch für euch Sinn. Sprich, analysiert erstmal eure Zielgruppe. Wen sprecht ihr an? Meistens sind es dann Fotografieliebhaber oder Selbstfotografen. Und dann schaut ihr, welche Produkte kann ich sinnvoll in meine Arbeit integrieren? Also wo bin ich vielleicht auch jemand, der anderen noch was mit auf den Weg geben kann, wie man diese Produkte einsetzt, ob diese Produkte überhaupt zu gebrauchen sind etc. Beispielsweise bei mir sind es Filter. Ich fotografiere viel mit Filtern. Sprich, alle Brands, die irgendwas mit Filtern zu tun haben, habe ich irgendwann mal angeschrieben und habe mal nachgefragt, wie sieht's aus, hättet ihr Bock, ich bin im Sommer in Bayern, da könnte ich super eure Filter testen, kann dazu ein Video machen, kann dazu Bilder auf Instagram posten und so weiter und so fort. Ihr kriegt natürlich, das ist ähnlich wie bei Bewerbungen oder dergleichen, gar nicht mal auf alle Nachrichten eine Antwort und die meisten Antworten sind natürlich auch bis zu einer gewissen Größe negative Rückmeldungen. Momentan keine Kapazitäten frei, zu geringe Reichweite, passt nicht in unser Portfolio rein oder irgendwas, was gerade nicht passt. Das ist auch völlig okay. Aber wenn ihr 10 Firmen anschreibt, dann könnt ihr davon ausgehen, dass euch wahrscheinlich schon mal 5 antworten und vielleicht ist eine dabei, die euch sagt, ja klar, wir schicken dir mal was zu und dann schauen wir einfach mal, wie es läuft. Keine Brand wird jetzt die komplette Produktpalette zuschicken und euch noch ein Tausender oben drauf fürs Werbebudget legen. Da wächst man natürlich ein bisschen rein, aber ihr könnt davon ausgehen, dass je mehr ihr anschreibt, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit auch, dass euch jemand antwortet und vielleicht auch eine positive Rückmeldung gibt. Das heißt jetzt nicht, dass ihr wie wild ganz Instagram kontaktieren sollt, sondern sucht euch Firmen aus, mit denen ihr was anfangen könnt, die vielleicht auch hoffentlich was mit euch anfangen können und schreibt die an. Weil gerade als kleine, ich sag mal in Anführungsstrichen, Mikro-Influencer, da werden sich die Brands nicht gerade um euch reißen. Das ist ja heutzutage nichts Außergewöhnliches mehr, sage ich mal, jetzt 10.000 Instagram-Follower zu haben. Da seid ihr nicht allein mit. Aber versucht euch einfach so ein bisschen was aufzubauen, was andere nicht haben. Das ist jetzt beispielsweise bei mir ein starkes Instagram-Profil und ein wachsendes YouTube-Profil. Bedeutet, ich habe schon mal mehr, in Anführungsstrichen, zu bieten als der klassische Influencer auf Instagram. Sprich, ich kann die Produkte auf Instagram promoten, kann parallel noch ein Review auf YouTube machen und vielleicht noch einen Blogbeitrag schreiben. Das ist schon mal ein Vorteil, der nicht außer Acht zu lassen ist. Das kann nicht jeder Influencer bieten in meiner Größe, von daher habe ich da schon mal vielleicht einen Vorteil. Wenn das Unternehmen, das ich anschreibe, sieht, okay, der ist auf mehreren Social-Media-Plattformen aktiv, hat unterschiedliche Communities vielleicht auch noch und so weiter, sucht euch da einfach einen passenden Weg für euch selbst aus. Das kann ein Online-Blog sein, das kann nur auf Instagram funktionieren, ihr könnt auf Twitter, TikTok, wo auch immer aktiv sein, alles ist möglich. Heutzutage, ihr könnt mit so ziemlich allem Geld verdienen, wenn ihr euch nur einigermaßen clever anstellt dabei. Ein weiterer wichtiger Punkt, den man jetzt nicht nur aufs Influencer-Dasein beziehen kann und sollte, ist das Thema Networking. Das ist in jedem Berufsfeld interessant. Mit Networking meine ich jetzt ganz speziell, dass ihr einfach aktiv auf Social-Media-Kanälen bei Marken seid, die für euch interessant sind. Liked und kommentiert die Posts, reagiert auf Stories, seid einfach auf dem Radar von den Firmen.
sodass ihr dann einen Namen habt im Social Media Team, im Marketing Team. Je nach Größe macht es mehr oder weniger Sinn. Wenn ihr bei Sony aktiv in den Kommentaren seid, dann wird euch wahrscheinlich keiner einladen, Ambassador von Sony zu werden. Aber bei kleineren Brands funktioniert das hin und wieder mal gar nicht so verkehrt. Und dann steigt natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass Brands auf euch zukommen und sagen, hey, hättest du nicht Bock? Wir sehen, du bist begeistert von unseren Produkten. Du könntest uns vielleicht auch werbetechnisch was bringen. Lass uns doch mal kooperieren, schauen, wie es funktioniert. Und wenn es gut läuft, gehen wir dann eine längerfristige Bindung ein. Dann gibt es noch ein sogenanntes Media Kit. Media Kit ist quasi wie eine Bewerbermappe als Influencer für Unternehmen. Da kommt dann sowas rein wie eure persönliche Reichweite, eure Zielgruppe, eine kleine Vorstellung zu euch, auf welchen Social Media Kanälen seid ihr aktiv, wie viele Follower habt ihr auf jeder dieser Plattform, wie sind diese Follower zusammengesetzt und so weiter. Quasi wirklich so wie eine Bewerbermappe, kein Lebenslauf im klassischen Sinne, aber halt so ein bisschen, was habt ihr als Influencer zu bieten? Das schickt ihr dann einfach mit eurer Mail dabei als PDF-Anhang, lässt einerseits einen professionellen Eindruck da, viele offene Fragen der Brands sind automatisch geklärt und ihr hebt euch schon mal von den 0815-Mails anderer ambitionierter Influencer ab. Dann gibt es noch sowas wie Influencer-Plattformen. Das ist quasi wie eine Vermittlung. Ihr meldet euch da an, hinterlegt eure Profile und Plattform XY arbeitet beispielsweise mit Nike zusammen und sucht dann für den Monat November fünf neue Influencer für Nike, die dann 200€ Gutschein bekommen von Nike und das dafür dann bewerben müssen, beispielsweise. Da bin ich kein großartiger Fan von. Ich mag das schon, in persönlichen Austausch zu den Marken zu stehen, weil man da auch einfach die Kooperation viel detaillierter besprechen kann, was sind die Wünsche des einzelnen Partners etc. Deswegen Influencer-Plattform bin ich kein Fan von, kann sicherlich bei vielen von euch da draußen funktionieren, kann man mal ausprobieren, kostet ja nichts, aber für mich persönlich ist das nichts. Ich schreibe dann lieber selbst an oder werde selbst angeschrieben, was wie gesagt eher seltener der Fall ist. Ich würde sagen, ich habe jetzt im letzten Jahr mit 20 Brands zusammengearbeitet um den Dreh, würde ich sagen, und davon waren nicht von mir kontaktiert wahrscheinlich 3, 4. Also der große Teil dieser Partnerschaften sind entstanden, weil ich aktiv auf die Firmen zugegangen bin, denen versucht habe zu vermitteln, was ich für einen Wert darstellen kann, werbetechnisch. Die einen finden es gut, die anderen interessiert es nicht und das ist auch völlig fein. Das ist bei Bewerbungen auf einem Arbeitsplatz genauso. Die eine Firma denkt sich, ja, der passt genau in unsere Stellenausschreibung und die anderen denken sich, nee, können wir absolut nichts mit anfangen, das ist auch völlig fein. Was man noch dazu sagen muss, ist, dass jedes Produkt, das ihr von Firma XY zugeschickt bekommt, für euch eine Einnahme darstellt. Sprich, jedes Produkt, sei es ein Filter, ein Objektiv, ein Mikrofasertuch oder was auch immer, die Dinger müssen steuerlich geltend gemacht werden, sprich in eurer Steuererklärung angegeben werden. Es sind Einnahmen aus eurem wahrscheinlich dein Nebengewerbe. Ganz normal, als wenn euch die Firma 100€ schickt, es macht keinen Unterschied, weil am Ende des Tages sind auch diese Gegenstände Wertgegenstände, die für euch eine gewerbliche Einnahme darstellen. Das vergessen sehr, sehr viele. Dementsprechend auch für kleinere Influencer von mir wärmstens die Empfehlung, meldet ein Gewerbe an. Ich habe dazu ein Video auf dem Kanal online, das ist super einfach, geht schnell, kostet nicht die Welt und es lohnt sich auf jeden Fall. Weil ihr euch ansonsten in rechtliche Grauzonen begebt, in denen es dann ganz schnell noch viel, viel teurer werden kann. Weil beim Thema Steuern versteht der Staat keinen Spaß. Ja, und ansonsten kann ich euch noch mit auf den Weg geben, setzt euch mal so ein bisschen mit der Preiskalkulation auseinander. Tausender Kontaktpreis ist ein ganz gutes Beispiel dafür, wie man selbst berechnen kann, was ich nehme pro Tausender Reichweite. Sprich, meine Instagram-Posts erreichen 20.000 Leute. Ich werfe jetzt einfach mal in den Raum, ich nehme einen Tausender Kontaktpreis von 10€. Sprich, das bedeutet, dass eine potenzielle Kooperation bei mir mit einer Reichweite von 20.000 Menschen, mit einer Zielgruppe, die relevant ist für das Unternehmen, mit dem ich zusammenarbeite, ja, dann kommen wir auf einen insgesamten Preis von 200€ für einen Feedpost. Und das kann man sich jetzt ausrechnen, wie man will. Nämlich die 200€ in bar, das werden die wenigsten Unternehmen mit euch machen, wenn ihr noch ein kleiner Influencer seid. Oder kriegt ihr eine Produktprobe von Produkt XY im Wert von 150-200€ zugeschickt. Das ist jetzt einfach nur wildes Rumschmeißen mit Zahlen. Es dient nur dem Zweck, dass ihr mal so eine ungefähre Vorstellung davon habt, wie sich überhaupt so ein Betrag zusammenstellt, Tausender Kontaktpreis. Ich komme aus der BWL, deswegen weiß ich das so ein bisschen. Ja, und 200€ ist natürlich
für die meisten ziemlich viel Geld für einen einfachen Feedpost. Aber ihr müsst dafür natürlich auch ein bisschen was bieten, aufwendige Posts gestalten, aufwendige Bilder machen, Videos oder was auch immer. Aber das in der Kürze mal zu dem Thema Influencer-Dasein. Wie bekomme ich Aufträge? Wie kalkuliere ich die auch ein Stück weit? Ja, schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr zu diesem ganzen Thema haltet. Seid ihr da aktiv oder sagt ihr, nee, ich mache das rein als Hobby. Ich habe auf diese ganzen Spielereien drumherum gar keine Lust. Gerne in die Kommentare rein. Ich danke fürs Zuschauen und wenn ihr kein weiteres Video dieser Art mehr verpassen wollt, lasst gerne ein Abonnement auf diesem Kanal da. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein. Ciao.